Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls 3 mit mir Level 4. In dem letzten Part haben wir dem Sigurd auf Katharina in seiner Quest geholfen und sind unsere ersten Schritte im Pfad der Opferung gelaufen, wo ja die ganzen Opfer für Aldrich hingebracht wurden. Also über den Pfad sind die hingebracht worden und sind wieder Lienhardt begegnet, den Typen da oben, den man jetzt gerade nicht sehen kann, weil er wird einfach versperrt. So. Und von dem haben wir einen Schlüssel bekommen für eine bestimmte Stelle. Hier müssen wir hin. Denn da befindet sich noch im Kerker ein Darkwraith. Und warum ist im Kerker der Darkwraith? Warum ist der angekerkert worden? Das ist die große Frage, weil, tja. Durch die Dunkelheit der Abgrund auch von Lothric verhasst. Also von dem Lande Lothric. Und dem Prinzenpaar, sag ich mal. So. Ach, Mann, ey. Wenn ich jetzt schon überlege, dass wir irgendwann da auch hochgehen und das ist echt eine ganz, ganz schlimme Stelle im Spiel. Also schwieriger, nicht schlimmer. Immer noch zwei Schläge, das gibt's ja gar nicht. Ich will gerade noch versuchen, ob ich vielleicht noch den Schild bekomme von ihm hier. Gib mir deinen Schild. Ups, so haben wir ja. Okay, hat mir nicht sein Schild gegeben, das ist natürlich schade. Aber natürlich versuche ich auch noch ab und zu noch ein paar nette Seelen aufzusammeln, weil ich möchte gerne auf die 20.000 gerne jetzt kommen in der nächsten Zeit. Fick dich! Alter! Alter! Ja, ich beschmeiße mich auch noch mit. Nein, nein, bitte auf die anderen, bitte auf die anderen, bitte auf die anderen, danke! Alter, ey. Muss mich bitte noch einmal kurz heilen. Einen Schlag von den Typen und ich bin tot. Wenn ich ihn nicht blocke. Okay, jetzt mach ich lieber einen Backstep. Okay. Typ sieht mich nicht mehr. Also kann ich mich in Ruhe heilen. Natürlich jetzt blöd, weil ich mir dadurch Flakons für den Darkwraith wegnehme. Aber kann ich halt jetzt nichts machen, wenn ich halt so doof getroffen werde. Ha, ich bekomme noch einen zurück. Das ist natürlich gerade schön. So, bevor ich gleich angegriffen werde, mache ich den Typen lieber auch nochmal schnell weg. Ja, ist gut. Okay, hat nichts gedroppt. Und hier, diese Tür. Die können wir jetzt öffnen mit dem Aufzugsraumschlüssel. Okay, wir sehen... Alter. Das ist auch schon ein kleines Grab für die Lothric-Ritter anscheinend. Die konnten anscheinend den Darkwraith alle nicht besiegen. Und sind jämmerlich an ihm verreckt. Und ja, wenn sie ihn nicht töten können, haben sie ihn halt eingesperrt. Rüstung. Mhm. Der wahre Kampf beginnt. Zeit für Chaos. Ich mache keinen Backstep, weil wie gesagt, wenn ich halt... Oder? Vielleicht doch? Ne, ich bin überlegen. Ich mache lieber so. Aber die Darkwraith sind wieder saugefährlich geworden. Beziehungsweise sie sind erst saugefährlich geworden, weil sie waren in Teil 1 echt etwas lächerlich gewesen. Hey, Backstep! Oh, fuck. Nice. Wir bekommen den roten Augapfel, der uns versprochen wurde. Übrigens, das Schwert von denen gilt als eines der nach wie vor besten Waffen im Spiel allgemein. Egal für welche Seite, weil die hat kein spezielles Scaling in irgendwelche Richtung.
Aber die ist halt. Die Waffe hat einfach ein ganz, ganz schlimmes Angriffsmuster. Man verfällt ganz, ganz leicht. Ja, der Balance. Man wird ganz schnell aus den Socken gehauen. Man schlägt super schnell zu und ist allgemein eine sehr unfaire Waffe. Wenn man also einen Dark Sword im PvP-Kampf sieht, sollte man auf Abstand bleiben. Okay, das war's, was wir gemacht haben in Lothwick. Das ist schon mal super. Bleiben noch 4000 Seelen, damit wir den Turmschlüssel für den Firelink-Schrein bekommen. Das ist erstmal mein Ziel für diesen Part. Weil da möchte ich was holen. Okay, also Vateropferung, da sind wir nun. Das ist momentan der einzige Weg, den wir gehen können, um für Fortschritt zu machen. Deswegen meine ich, dass das Spiel halt, ja, auch in vieler Hinsicht so linear ist wie noch nie. Und da haben wir schon unseren ersten neuen Gegner. Sieht bisher noch ganz freundlich aus. Nope! Also, die sollte man möglichst nicht mutieren lassen, weil die können ganz, ganz schnell, ganz, ganz schlimm böse werden. Ich konnte es gerade noch ein bisschen verhindern. Geht's eigentlich hier entlang? Okay, hier gibt's nichts. So, da unten ist ein Typ, den kann ich gleich schön, schön Plunging Attack 1 auf den Deckel geben. Sehr schön. Gibt's auch noch mal einen Beichtstein? Oder einen Bleichstein? Bleichstein oder Beichtstein? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, bevor wir den zwei uns mal entledigen. Erstmal den Typen da kloppen. Gibt's noch was? Irgendwas? Nö. Den Typen da kloppen. So. Weil der fällt uns sonst in den Rücken. So, hier kann man noch nicht runterdroppen. Hier ist alles noch tödlich. Aber ihr merkt schon, es geht langsam tiefer. Und wir kommen langsam an die Stellen, wo der Wald war, wo wir mal runtergeguckt hatten. So, bevor ich die Typen mache, erstmal das hier sammeln. Bevor ich die Typen haue, die Typen da hauen. Du machst nichts, nein, du machst nichts. Nein, du machst nichts. Okay. Das war wichtig, weil wenn der schreit, verwandeln sich alle Viecher in der Nähe direkt in die Flügelmonster. Und das ist nicht so nett, das muss nicht sein. Der hat mich gar nicht bemerkt. Das ist gut. Der Typ hat sich verwandelt. Ist nicht so geil. Na komm. Okay, geil. Das war gut. Jetzt hoffentlich treffe ich ihn auch. Ja, geil. Okay, passt. Übrigens, von denen, die, weiß ich jetzt nochmal, die Sense. Die ist ganz geil, weil die macht Blutungsschaden. Allgemein, alles, was Blutungsschaden macht, ist echt geil im PvP. Kann ich nur empfehlen. So. Quatsch. Ich möchte gerne hier runterspringen. Danke nochmal für die Nachricht. Also, im Nukem Plus gibt es hier auch ein Item. Hier leider erstmal nicht. Kann ich erstmal hier ein bisschen was abkürzen, das ist wichtig. Aua! Doch ein bisschen mehr Gewicht getan, als ich dachte. So, wir bekommen Banditen Doppeldolche. Das muss ich auch gleich mal zeigen. Ist auch eine relativ große Neuerung in Dark Souls. So. Und da vorne ist ein NPC. Den kennen wir schon aus Teil 1 und Teil 2. Beziehungsweise ist halt dran angelehnt. Mathilda. Aua. Oh, fuck. Oh Gott. Okay, ich muss doch mal ganz schnell weghauen. Und wirf mich sogar mit Scheiße. Wie lustig ist das denn bitte? Okay.
Ist nicht ganz ohne. Ich habe mich vor allem auch echt ein bisschen doof angestellt. So, jetzt hat sie ihre Waffe geschärft, weswegen das gerade so leuchtet. So, mal gucken, ob ich treffe. Nice! Okay. Da wirft sie wieder mit Scheiße. Gut, sehr gut. Ach, Blutung! Mach Blutung! Okay, perfekt. Nice! Okay, lief eigentlich ganz gut, bis auf den einen Punkt, wo sie mich hatte. Das Schlachtermesser bekommen wir von ihr. Und die Banditenachse ist hier. Und hier ist auch noch was. Nämlich das ganze Banditen-Set. Das alte Banditen-Set. Das neue sieht ja anders aus. Okay. Dann gehen wir hier nochmal hoch, weil hier ist auch nicht ganz fertig. Moment mal. Ach Quatsch, nee. Hier müssen wir lang, um da hochzukommen. So, und hier ist eine Stelle, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das sind die Typen hier. Natürlich ist der Typ nicht tot. Wer hätte es gedacht? Nein, nein, bevor die gewonnen ist. Nein, 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 nein. Das wird nicht passieren. Okay. Müsste auch nochmal ein Bleistein sein? Ja, die Scherbe. Sehr gut. Ich wollte ja meine Waffe noch verbessern. Fuck, hätte ich schon längst machen können. Na egal. Dann halt später. So. Fuck, zu spät. Jetzt haben wir ein Problem. Ich muss die alle ein bisschen, ja, lieber so anstelle fokussen. Bisher hast du der? Bisher nur er? Okay, das ist gut. Ich dachte, die andere wird auch noch mich angreifen wollen. Komm her. Oh Scheiße, jetzt kommen die anderen auch. Jetzt habe ich es gerade hinten gesehen. Jetzt kommt die auch. Na komm her. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach hinne! Ah, da komme ich halt zu dir runter. Oh fuck! Aua! Okay. Fuck! Ah, jetzt wisst ihr, warum ich sie so gefährlich finde. Ja, die hauen drauf wie kein anderer. Und sind bekloppt, echt. Heieieiei, ey. Scheiße, nicht runterfallen. Okay, er ist tot. Nein, nicht! Okay, Alter, ey. Ich hasse diese Biester, wenn sie sich aufleveln quasi. Meine Fresse. Versuche erstmal. Ja, okay, hab mich gesehen. Scheiße, ey, der Typ da hinten. Der nervt mich total, 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 ey. Ich habe doch nicht genug Pfeile, um ihn zu töten, glaube ich. Ich versuch's einfach mal. Erstmal brauche ich keine Pfeile. Ja, könnte doch funktionieren. Wenn ich doch treffe! Nein! Natürlich treffe ich jetzt nicht, weil er sich zieht. Aber es reicht auf jeden Fall nicht. Na, scheiße. Es hätte gereicht, wenn ich alle getroffen hätte, aber so leider nicht. Nein. Geh weg, da ich will nicht dich treffen, sonst greifst du mich an. Okay. Ey, ein Pfeil hätte gereicht. Fuck, ey. Shit. Okay. Da kommen sie her. Okay, oder so. Kann ich auch mitleben. Okay, okay, okay. Dann droppen wir jetzt demnächst mal hier runter. Ich heile mich nochmal. Ey, ich hätte ihn doch umbringen sollen, der nervt mich gerade total. So, jetzt muss ich sofort aufpassen, dass ich einen bestimmten Gegner nicht trigger. Nämlich da hinten ist ein Hund. Da hinten also sind auf jeden Fall zwei Hunde, aber ein Hund ist schwanger. Ich warte irgendwas Dickes im Magen und wenn der hier runterfällt, ist es weg und zwar für immer. Deswegen versuche ich das hier vorne zu kriegen. Alter, du gehst mir auf den Sack da oben.
Okay, und los, 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 los. Okay, der Hund, der, da sieht er, der hat dickeren Bauch. Der hat da irgendwas drin. Okay, und? Hä, ich dachte, er wird was droppen. Okay. Hier haben wir Morns Ring. Und ein Foliant von Karim. Und sein erstes Büchlein für die nette Dame. Ach, die haben wir gar nicht begrüßt bei uns. Fällt mir gerade ein. Die haben wir auch gar nicht bei uns begrüßt. Na gut, machen wir das beim nächsten Mal. Oh scheiße, der Typ ist auch schon runtergekommen. Normalerweise ist hier auch noch so ein Krähenviech. Dass der halt rote Augen hat. Der macht halt noch ein bisschen mehr Schaden. Wo ist der denn jetzt? Das ist nicht so geil. Wo ist der denn jetzt? Kann ich hier hoch? Nee, scheiße. Ja, fuck, ey, wo ist der denn? Ich bin da doch schon beunruhigt, weil wenn dem bei den Rücken reinfällt, wäre das nicht so geil. Okay, also ich sehe gerade echt nichts. So, Junge, jetzt bist du da aber dran. Vollkommenes Arschloch, ey. So. Blut bekommen, das ist immer gut. Der Typ ist anscheinend weg. Okay, kann ich mitleben. Wir haben jetzt die 20.000 bekommen. Geil, wir haben die 20.000 jetzt. Dann werden wir gleich reisen. Aber zuerst haben wir hier zwei Personen. Es kann auch gar nicht sein, dass ich hier invadiert werde, weil hier wird sehr oft invadiert. Sehr, sehr oft. Auch wenn ich hier oben drauf stehe, werde ich hier invadiert. Deswegen hoffe ich nicht gleich, dass ich mal den Dialog noch zu Ende führen kann. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Ja. Eine Person mit einem Elite Knight Set. In Dark Souls 1 wurden wir von einem Ritter im Elite Knight Set befreit. Ganz am Anfang des Spiels. Oscar von Astora. Und das hier ist Anri auf Astora. Wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt weiblich spielen würde, wäre ein Anri männlich. Tja, was das wohl heißt. Oh yes, Horace. He's not very talkative. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. Blaue Wächter. Ja, das hier ist Horace. Nettes Ding zu ihm zu erzählen ist, diese Rüstung, das ist eine Henkersrüstung. Aber nicht Horace ist ein Henker, nein, er hat damals ein Henker ermordet und hat seine Rüstung angenommen. Und, er kann nicht mehr reden, er hat keine Zunge mehr. Das lag daran, dass er mal ein Finger von Rosaria ist, schwer zu sagen. Auf jeden Fall, Lien Hartes hat auch einer gewesen. Oder Quatsch, neben ihm, nein, andersrum, er war gar kein Typ von Rosaria, nein, nein. Ihm wurde eine Zunge geopfert, deswegen kann er nicht mehr reden. So war das. Glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das stimmt. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Hab ich schon gehört? Okay, sorry. May the flames guide your way. Okay, auf jeden Fall ist sie halt zuckersüß, oder? Meine Fresse. Ist die zuckersüß. Okay, das war's dann erstmal. Hier endet erstmal unser Weg. Und auch wahrscheinlich auch für diesen Part.
und wahrscheinlich auch für diese Session, denn wir reisen zum Feuerbahnschrein. Und kaufen uns nun den Schlüssel für den Turm. Und Cyrus ist ja auch schon da. Krass. Dann gucken wir uns mal Cyrus an. You're an unkindled, aren't you? I am Cyrus of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Ja. Und ich finde, sie hat für einen weiblichen Charakter das schönste Set. Das sieht so schick aus. Ich liebe es einfach. Deswegen trage ich das auch bei meinem Dex-Charakter, also bei meinem privaten Dex-Charakter, nämlich Lady Dex. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Okay, also die ist erstmal nur da und guckt sich halt uns an. Und das war's auch erstmal. I doubt we've much to blessing. Mit der werden wir später nochmal in Kontakt treten, wenn wir einen gewissen Zeitpunkt des Spiels erreicht haben. So, aber ich wollte ja auch erst nochmal Irina auf Karim begrüßen hier bei uns, hier im lustigen Feuerbandschrein. Da ba da ba da! Hallöchen! Oh, Champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Okay, ich muss euch auch sofort etwas sagen, was wir nämlich vorhaben in diesem... Obwohl, sage ich das? Ich weiß nicht, ob ich... Na doch, ich sag das. Also wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, mit ihr zu handeln. Entweder man gibt ihr halt unheilige Folianten und dann wird Aegon aufkreuzen, sie wegschnappen, dann müssen wir gegen Aegon kämpfen und sie zurückholen. Dann wird aber aus ihr nie eine Feuerhüterin. Das heißt, man kann sie zu einer Feuerhüterin machen. Das macht man, indem man alle heiligen Folianten ihr übergibt und alle Wunder auch kauft. Dadurch wird sie dann zur Feuerhüterin. Und das habe ich vor, weil das nicht oft gezeigt wird, glaube ich. Und ich finde, das ist auch ein schönes Ende für sie. Okay, dann reden wir erstmal mit ihr. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Genau. Die kann nur solche Dinger in Blindschrift lesen. Alter, mein Mund ist gerade so trocken. Okay, ich glaube, das geht. Ich glaube, nur das sagt sie auch. Ja. Was anderes sagt die leider überhaupt gar nicht. Zu keinem Zeitpunkt. So, setzen sie für Wunder. Ja, Rückkehr. Lieblose Tränen. Liebkosende Tränen. Auffrischung. Und heilen. Relativ unwichtige Dinger. Ich kopf gerade sowieso, ist mir nichts. Das ist mir wichtig. So, Übergang gibt heilende Folianten. Ja, wir haben schon einen. Eigentlich sogar zwei. Den von Londo übergeben wir aber nicht. Das ist nicht gut für sie. Da wird sofort Aegon böse auf uns. Nein, wir geben den Folianten von Karim, da wo sie herkommt. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Okay. So. Jetzt kann man schon mehr Wunder erlernen. Aber so richtig geil wird's immer noch nicht. Bis auf Wucht. Das ist eigentlich ganz lustig. Damit kann man ein bisschen schubsen. Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. Ich glaube, wenn man einfach geht. Warte mal. Oh, Champion of Ash. So, jetzt gehe ich aber mal. Have a pleasant journey, Champion of Ash. Okay. Sie bleibt freundlich, okay.
So, für dich haben wir noch nichts, Kornix. Ja, fuck, ich hole erstmal den Schlüssel und dann gucke ich mal, ob ich da mit irgendwelchen Kram noch mein Schwert verbessern kann. So, da ist der Schlüssel. Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Feuerbahnschrein, der zum Glockenturm führt. Der Glockenturm ist das Grab vergangener Feuerhüterin. Scheiße, das wollte ich eigentlich erst später zeigen. Okay. Wenn eine Feuerhüterin ihren Zweck erfüllt hat, wird sie in die wahre Finsternis geführt und kann dort ihren wohlverdienten Schlaf genießen. Das wollte ich erst später wirklich zeigen. Schade, schade, ey. Das wollte ich eigentlich wirklich erst später zeigen. Na gut. Komm, komm, komm. Lass das vier sein. Okay, eventuell reicht das für eine Aufbesserung des Schwertes. So, da haben wir es. So, jetzt brauchen wir mittlerweile auch schon große Titanitscherben. Und die haben wir nicht und die werden auch erstmal selten sein. Das heißt, Uchikatana plus 4 wird erstmal das Beste sein, was wir erstmal für eine gewisse lange Zeit finden werden. Okay. Gut. Ach, lass uns da kurz noch mit Lianhard reden, weil wir haben jetzt ja den kompletten roten Augapfel bekommen und den Darth Vader gekillt. Aha, you found a proper red eye. Brilliant. I knew you were no ordinary man. Ja, wir kommen applaudieren. Invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. Come on, give yourself to Rosaria of the Cathedral of the Deep. Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das ja wieder ein eigener Eid. Das ist dann wieder der Invader-Eid. Okay. Mehr wird er erstmal für uns nicht zu sagen haben. Oh, das ruckelt. Ah, Mann, wie gesagt, das wird sich leider nicht mehr vermeiden lassen in diesem Let's Play. Aber Hauptsache, ich kann irgendwas aufnehmen. So. Könnt ihr mittlerweile hier was nehmen? Nein, okay, noch nicht. Dann müssen wir noch einen anderen Invader oder noch mehr Invader bekommen. Okay, gut. Das ist der Turmschlüssel. Und dann reisen wir mal hoch. Da. Komm, schneller. So. Ich will erstmal hier vorzeitig abspringen. Aber ich möchte hier erstmal... Das war knapp. Ich möchte hier erstmal die Leiter runterkicken. Dann haben wir nämlich das schon mal hinter uns. So. Oh ja, wir haben noch einiges noch zu tun eigentlich in diesem Part. Ach, scheiße. Ich muss eigentlich schon den Part beenden, aber na gut. Das sollte eigentlich noch gehen. Dann mache ich diesen Part ein bisschen länger. Das kann ich mir gerade noch ein bisschen leisten. So, hier gibt es noch einen Aufzug. So, jetzt sind wir ziemlich weit oben. Ne, da unten haben wir damals Judex Gundir gekillt. Ach man, ey. Wie thick das wieder aussieht. Wie schön schick. Und hier findet ihr jetzt was ganz Besonderes. Erstmal ist hier eine Glocke, die uns damals geweckt hat aus unserem Grab. Und hier ist eine Feuerhüterseele. Mhm, aha. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht so geil aus. Okay. Eine Feuerhüterseele. Gucken wir uns die doch mal netterweise mal an. Wo haben wir sie denn? Das müsste... Da, genau. Seele einer Feuerhüterin, von der es heißt, sie sei aus dem Abgrund zurückgekehrt. Diese Feuerhüterin hütet das Leuchtfeuer und dient ihrem Meister. Man sagt, sie habe das dunkle Siegel akzeptiert, welches ihre Seele verdunkelte. Und doch... Ihre Seele wird eines Tages den Weg in die Brust einer anderen Feuerhüterin finden. Aha, also kann man das übertragen an eine Feuerhüterin. Interessant. Welche könnte das wohl sein? Nicht Irina. Nein. Es gibt noch eine andere Feuerhüterin. Eigentlich nur, ja, unter die einzige. So, dieser Sprung, um da hinten hinzukommen. Mein Gott, da werde ich 1000 Tode sterben, aber ich werde mir das irgendwann holen, aber nicht jetzt. Ich möchte nämlich zuerst mal
da hinten die ganzen Sachen haben. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht runterfalle, weil das wäre mein sofortiger Tod. Okay, wir sind unten angekommen. Und, nun ja. Sieht man, was hier alles auf dem Boden rumliegt. Das sind alles Feuerhüterinnen gewesen. Alles! Und die waren alle blind, lustigerweise. Guck mir das mal gerade mal richtig an. Beziehungsweise sie waren nicht wirklich blind, aber sieht mal, was mit ihren Augen gemacht worden. Geil. Dankeschön. So viel zu Licht. Ich versuche mal, gibt's irgendwie. Warte mal, Moment mal. Lass ich nicht so schnell ausblenden. Wo haben wir denn hier. Haben wir welche bekommen, oder nicht? Ne, haben wir nicht. Scheiße. Das ist ja kacke. Auf jeden Fall seht ihr das. Ich versuche mal so zu zeigen, dass die Augen mit Wachs zugemacht wurden. Und auch ansonsten sind die Klamotten, wie wir sie da sehen, sehr, sehr ähnlich zu dem, zu der Lady in Black aus Demon's Souls. Ist das jetzt nun wirklich die wahre Verbindung von Demon's Souls zu Dark Souls? Ist es dann doch das gleiche Universum? Also, weil die Lady in Black hat nämlich auch ihre Augen genauso zugeklebt bekommen. Also, es gibt dann noch mehrere Verbindungen noch zu Demon's Souls. Später noch. Also ich finde das schon interessant. Weil das ist wichtig, wie ich finde. Wenn das wirklich die beiden Universen zusammen verbindet, ist das wichtig. Ich finde das ist schon ein wichtiger Lore-Hintergrund. So. Sind ja noch nicht fertig. Gibt es noch einiges noch zu holen. Noch einiges noch zu holen. Zumal wir gleich, ja, doch eine alte Spielmechanik wieder treffen. Machen wir das lieber so rüber? Ja, machen wir es lieber so. Aber bevor wir die erstmal treffen, springen wir erstmal hier runter. Denn hier ist noch ein Crystal Lizard, den ich schon gern markieren würde. Will er aber nicht. Jetzt aber, okay. Okay, one hit. Nice, funkelt Titanit. Sehr nett, meine ich. Ja, es gibt wieder funkelt Titanit. Die, mit denen kann man natürlich nur wieder Bosswaffen verbessern. Ja, mach was so. Dann muss ich ihn nochmal hochklettern. Das ist mir lieber. Und es ruckelt gerade mit 15 Frames pro Sekunde. Geil. So. Denn tatsächlich können wir hier rein. Da oben scheint es so ein bisschen runter. Und Achtung. Ja, das ist der Nachfolger von. Oh, er ist so sterbe, das ist gut. Das ist der Nachfolger. Wie hieß es denn nochmal? Von Snuggly. Das ist jetzt Pickle Pea und Pumperum. Das sind zwei verschiedene, lustigerweise. Weil man kann auch auf dem Dach da oben drauf gehen und hier unten, ja, kann man das genau das gleiche machen. Also man kann auch hier die Sachen geben, als auch da oben. Ist vollkommen egal, wo wir das machen. Aber wir sind hier unten noch nicht fertig. Und man kann wieder verschiedene Gegenstände tauschen, nicht nur Silky Smooth Stones, das ist wichtig. Nein! Oh. Alter, war das knapp. Fast wäre ich einen sehr, sehr dummen Tod gestorben. Na kacke, dann müssen wir nochmal da hoch, ey. Ach Gott, Herr Grau, ey. Mann.
Ich bin falsch gelaufen, ich Depp. Ich muss doch hier entlang. Und das rückt wieder mit 14 Frames. Jetzt sind wir bei 20. Ist immer nicht wirklich flüssig. Jetzt sind wir bei 40. Okay, damit kann ich leben. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Lauf, 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 du Schlampe, lauf, 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 du Schlampe, lauf, lauf, lauf. Warum gehe ich eigentlich hier lang? Ich bin so ein Idiot. Warum mache ich denn das jetzt wieder? Ich hätte einfach die Leiter hochklettern können. Ah, ich bin aber auch gerade echt ein bisschen verquer, du, ey. So. Also, wie gesagt, Pikipin Pumperum. Achso, hier gibt es auch noch was zu holen, fällt mir heute ein. Auf jeden Fall, Pikipin Pumperum. Gibt's auch noch hier. So. Gibt's noch Heimatknochen, drei nette Stück. So, und jetzt gleich nicht runterfallen, ey. Gut, dass ich da. Das war so knapp mit meinem Leben. Gut, dass ich dann doch nochmal mein Leben erhöht habe. Ganz leicht, ne? Auf, glaube ich, Stufe 15 oder so. Nee, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. Ja, ist gut. So. Und dann droppen wir mal hier runter. Und bekommen, glaube ich, einen neuen Ring, wenn mich nicht alles irrt. Ja, silbernen Schlangenring. Yay! Wenn wir den haben und anziehen, dann bekommen wir mehr Seelen. Hey! Okay. Jobs. Okay. Dann haben wir das erreicht, was ich diesen Part eigentlich erreichen wollte. Sehr schön. Wir haben mal wieder 10 Minuten über. Meine Fresse, aber damit haben wir zumindest alles abgedeckelt, was wir machen wollten. Hier. Okay, sehr schön. Cool, 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 cool. Dann habe ich auch das gemacht, was ich auch eigentlich in dieser Session noch erreichen wollte. Ich wollte zum Sumpf kommen. Ja, ein Sumpf. Das nächste, was wir besuchen, ist ein Sumpf. Leute, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 mit Level 4. Tschüss.